Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS19 hier auf der The Valley of the Old Farm im Projekt. Uns gehört alles, also alle Felder bzw. alle Gebiete, die verfügbar sind, inklusive 10 Millionen Bargeld, im Versuch zu häckseln mit Autodrive. Das Ganze habe ich jetzt abgeblasen wegen dem Haufen. Weil ich meine, man muss ja den Haufen auch ein bisschen formen können, sonst bringt das Ganze ja nichts. Weil die guten Menschen von Autodrive haben das schon echt gut gemacht. Nur irgendwie ist das meiner Meinung nach dieses dynamische Haufenkonzept-Prinzip hat zwei Seiten. Erstmal finde ich es geil, dass es geht, dass das alles so veränderbar, hinschiebbar, modulierbar ist. Und dann finde ich es kacke, dass die Maschinen sich drin festfahren, sodass man dann kaum, bleibt stecken und dann kriegst du das nicht mit und dann bricht alles zusammen. Aber nun gut. Seien wir froh, dass wir überhaupt noch so ein Spiel gekriegt haben. Bevor Giants gar nichts mehr produziert. Nee, das ist ja noch das nächste Geheimnis. Ich glaube, ich sollte mal den... Nee, sollte ich nicht. Habe ich eigentlich schon? Ich glaube nicht, ne? Mal gucken. Ja, so ist besser. Dementsprechend fahren wir jetzt einfach rückwärts hier rein, wenn voll ist, und dann ist das gut. Suche ich mir eine Ecke, schiebe ich da rein. Dann mache ich das nachher mit Mixerion und alles einfach platt. Oder auch nicht. Dieser Schuttemarker ist sowieso auch so unglaublich, ich weiß nicht, das ist so ungelenkig, das Ding. Ich habe das Gefühl, sobald... Allrad? Hast du Allrad? Ist zwar nicht original Allrad, aber... Warum macht er das jetzt nicht? Diese Aktion kann hier nicht durchgeführt werden. Ach Spiel, warum machst du das mit mir? Das funktioniert ja wenigstens. Ist natürlich immer sehr kurios. Alle Menschen kriegen das hin, nur Ikes nicht. Und ich glaube, ich sollte wirklich diese Trecker wechseln, wenn ich mal wieder Geld habe. Wir machen ja erstmal den großen Feldzusammenschluss. Zumindest ist das in Planung. Ob das klappt, weiß natürlich keiner. Ich denke aber, das geht. Und dann machen wir Sojabohnen oder Raps, ich weiß noch nicht. Eins von beiden. Also dieser Drescher fährt auch immer echt die komischsten Figuren, die man sich vorstellen kann. Kannst du lieber den Standardhelfer nehmen, bist wahrscheinlich besser mit drin. Gut, dann wollen wir nochmal einmal kurz schauen, wie es hier so weitergeht. Hier haben wir ja mit dem Terex. Der T-Rex. Hier ist das kleine Häufchen Elend. Das dürfen wir alles noch nicht benutzen, weil das noch nicht unser Feld ist.
Aber ich meine, haben ist besser als brauchen und ich denke, so viele Unterhaltskosten kostet der dann wahrscheinlich auch nicht. Und wenn man Wege wegfliegen kann, was ich jetzt echt mal ausprobieren muss, dann schließe ich nämlich das hier dann auch noch da an. Häckseln kann man ja immer noch fertig machen. Ich will das wissen. Ich will wissen, ob man Straßen wegfliegen kann. Mit eingeschalteter Arbeitstüdelü läuft er trotzdem 20. Guckt ihr das mal an. Und das Ding cool. Dann suchen wir uns jetzt mal eben kurz den großen Vario. Da ist nämlich der Flug dran. Dann wollen wir mal gucken, ob wir diese Ecke mit Geflücht kriegen, weil dann haben wir nämlich einen richtig großen Acker. So schön anpeilen. Ich würde sagen, so ist ganz cool. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir den auf Felder zulassen. Und jetzt komm schon, lass es funktionieren. Das sieht schon mal sehr gut aus. Tja. Ich würde sagen, damit haben wir einen neuen Acker. Immer größer. Finde ich super. Aussteigen. Auf 1 Mini weg. Und Bäume fällen, als wenn es keinen Morgen gibt. Ja, mit dieser komischen Walze kann man sich das dann alles wieder zurückholen, wenn man möchte. Wenn man denn möchte. Diese Bäume sitzen immer sehr tief im Boden. Die großen Pappeln. Sagen wir einfach mal, das sind Pappeln. Sieht von der Rinde am nächsten aus. Wieso? Pappeln sind noch ganz klein. Ist aber eine Rumpelkiste, ey. Das letzte Mal, wo ich Bäume weggemacht habe, ist mir das Spiel, der Spielstand abgekackt. Da das nach dem letzten Bäumefräsen hier ohne weiteres funktioniert hat, bin ich einfach mal mutig. Und diese Bäume gehen irgendwie nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt, ehrlich nicht. Aha. Schau an, schau an. Haben wir dann doch geschafft. So ein Fermenter brauche ich noch. Das ist viel besser als diese platzierbaren Silos. Kriege ich das jetzt nicht weg? Manchmal nervt es echt. Die Birken sind so schön. Fest dran, sind sie weg. Ich habe gerade überlegt, wenn man so eine Straße macht, könnte man direkt hier hinten den Flug dranhängen. Da war was. So, dann fahren wir mal das Ungeheuer schnell weg. Finde ich das aber geil gebaut. Kann man bestimmt auch gut nehmen zum Silo schieben. Hinten Verteilerwalze dran oder Schiebeschild oder so und dann. Kilometer pro Stunde und hier eben schön den Acker nochmal vergrößern. Ob Cosplay damit klarkommt oder nicht, ist mir im Moment eigentlich relativ egal.
Darf man so eigentlich gar nicht sagen, ich weiß, aber... Das finde ich ja fantastisch. Machen wir hier The Valley of the Old Farm im wahrscheinlich englisch angehauchtem Stil oder schottisch vielmehr. Machen wir jetzt zu einer Giga-Farm. Müssen ja auch mal ein bisschen Geld verdienen. Erträge und nicht immer auf einem Flecken irgendwas machen. Sondern wir können einfach das hier dann dreschen, beziehungsweise das BGA-Futter produzieren, also die... Wie heißen sie? Silageballen, genau. So, guck mal, machen wir hier so eine schöne kleine Kurve rein. Ei, ist das nicht fantastisch? Driften wir ein bisschen ab. Hoch damit. Dann können wir nämlich gleich die 59 damit anschließen. Und dann, wenn wir es mal irgendwann kaufen können, dann ist das ein richtig großer Acker. So, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen konzentrieren. Oh. Machen wir die ein bisschen breiter, das ist auch Wurst. So. Ah, hier ist noch ein Baumstumpf. Aha. Der ist wahrscheinlich nur gefährlich für die Sämaschine. Voll der Acker. Es wird immer besser. Hier, die ganzen Baumstümpfe hat er alle nicht mitgefräst. Aber ich hab nicht drauf geachtet. Wahrscheinlich letztere sehe. Na, dem müssen wir nochmal nachgehen. Das darf so nicht bleiben. Jetzt müssen wir hier irgendwie nochmal eine saubere Kurve reinfahren. Versuchen wir mal von oben, also umzudrehen und dann von oben den Schwung da mitzunehmen. Und dann können wir diese beiden da auch noch mit anschließen und das da unten. Also die 76 auch noch. Das ist ein Knaller, ey. Wahnsinn. Felder machen leicht gemacht. Kann passen. Und zack, Linie rüberfahren, hätten wir das. So, damit ist der Flug dann fertig. Gefällt mir richtig gut. Den nimmt Hof. Das schafft er wahrscheinlich nicht, aber wir probieren das einfach mal aus. Ich glaube, er hängt sich gleich wieder auf. Läuft da nicht durch oder schafft es nicht. Jetzt müssen wir wirklich da hinten ganz hinfahren, um diese Baumstümpfe zu machen. Aber was soll's. Hier mit beweglicher Pistenrope alles kein Thema. Wenn das Ding nur ein bisschen schneller wäre. Obwohl, so schnell muss das eigentlich gar nicht sein. 10,50 ist am Hof angekommen. Das ging jetzt aber ein bisschen zu schnell. Wo war denn der andere? Sind wir da vorbeigefahren oder kommt der erst noch? Natürlich ganz vorne, wie soll es auch anderes sein, so dass ich da auf jeden Fall erstmal dran vorbeibummel. Sind wir kurz. Ah, hat er schon. Nimmt er nicht. Will er doch? Klar will er den, oder?
Das ist ja noch mehr. Wie soll man das denn machen? Und jetzt ist es wieder so, dass das Projekt an diesem Stück Holz scheitern wird. Oder auch nicht. Weg ist es. So, der Crawler hat wieder die Arbeit getan, die er machen soll. Du kannst dich dann jetzt auch mal eben verabscheuen. Tschüss, Sikorski. Müssen wir einmal gucken, was mit den Kühen so ist. Produktivität 103, 1000 Liter Milch. Stroh ist noch genug da. Futter reicht auch noch. Müssen wir einmal kurz aufsteigen und eben nach vorne laufen. Weil die Bunkerübersicht muss ja noch gegeben sein. Voll, geht so, geht so. Ist noch genug da, hier haben wir auch noch alles. Cerian ist auch noch da. Hier ist das andere Zeug zum Silo verdichten, was kein Mensch braucht wahrscheinlich. Gut. Ganz verrückte Sache. Da ja, zwei Fuder noch, würde ich sagen, dann haben wir's. Dann gehen wir auf jeden Fall erstmal den Drescher weg. Vielleicht fahre ich auch wirklich nur einen Hänger da rein und fliege das Ganze hier dann um. Maisgebiss haben wir nämlich nicht. Weil Mais lohnt sich nicht. Aber wenn der Wagen voll ist, kommt mir jetzt gerade mal noch so eine Idee. Ich muss mal einmal kurz was gucken, ob das wirklich so ist, das Curseplay. Ne, das müsste ich jetzt wissen. Das ist jetzt. Das muss ich wirklich wissen. Kann das sonst nicht. Das bedeutet umdrehen. Und ich möchte wissen, ob Curseplay überhaupt jetzt sagt so, ey, das ist jetzt alles Feld. Ich organisiere das für dich. Weil normalerweise, habe ich ja gehört, braucht man das nicht. Das heißt, wir generieren einen Kurs auf der 86. Machen Vorgewende 3, machen das Ganze scharf und dann regenerieren wir den Kurs und dann sollte er doch. Macht er nämlich nicht. Warum nicht? Weil das hier nämlich eine Feldkante ist. So, und wenn ich jetzt hier Kurs regeneriere auf der 58, macht er nämlich auch das. Nimmt er nicht mal die 59 mit. Bedeutet, hierfür muss man dann nämlich einen Feldrandkurs einfahren und dann funktioniert das. Würde ich jetzt mal so behaupten. Das heißt, wenn du einmal hier rumfährst, so, Kursaufzeichnung beginnen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das bei dem anderen gemacht habe, aber ich fahre jetzt hier einfach mal an der Kante. Vielleicht muss Curseplay das ja auch erst aktualisieren, man weiß das ja nicht. Bleibt zwar jetzt ein kleines Stück vom Feld über, aber das macht ja nichts.
Und wenn man hier jetzt den Radius fahren, so wie er auch wirklich in Cursplay fährt, dann ist jetzt der Knick halt weg. Der kommt ja noch dazu, wenn die anderen Felder dann dazu sind. Dann lösche ich den einfach. Und eigentlich müsste er das dann doch machen. Oder vielleicht auch erst beim nächsten Neustart. Wer weiß schon, was bei diesem Curseplay so im Kopf rumgeschwirrt. Man darf die Kurve noch nicht zu eng machen. Habe ich mal gehört. Von weisen Menschen. Ja, das sollte noch im Rahmen sein. Das sollten wir hinkriegen. Und hier ist das ja ganz cool, wenn man wirklich den Baum außer Acht lässt. Hat man hier wenigstens einen runden Kurs. Scharfe Ecken weiß ich nicht, sonst kommt da halt der T-Rex und nimmt das auch weg. Kurz um den Mais wegbügeln hier. So, Feldeinfahrt sowieso immer hier so ein bisschen Sushi-Piano. Aber schreibt gerne in die Kommentare, ob das hier richtig ist oder nicht. Ich denke schon, dass das klappen wird. So, und jetzt muss ich den ja wirklich relativ haargenau da ranschließen. Und jetzt machen wir Stopp und speichern wir das als großes Feld 86 bis. Da war tatsächlich an dieser Stelle das Video irgendwie aus. Beziehungsweise ja nicht mehr aufgezeichnet nach, ich weiß nicht wie viele Minuten. So, Flug dran. Ich will das jetzt immerhin nochmal eben ausprobieren, ob das jetzt klappt oder nicht. Das haben wir, Feldarbeit haben wir. Nein, so. Aktuell geladener Feldkurs 2, regenerierter Feldkurs. Nö, es geht nicht. Der Kurs wurde... Oh. So, nochmal. Kursregenerierung. Aktuelle Feld. Macht er nicht? Vorgewendebahn? Warum? Weil ich den wieder nicht geladen habe. So. Ja, sieht doch ganz gut aus. Wenn man den jetzt irgendwo anders startet, dass er eine lange Bahn fährt, aber das ist ja auch relativ egal. Er braucht dafür... Er macht's auf jeden Fall. Und das ist die Hauptsache. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ihr findet das ganz gut, was hier passiert. Dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und seid wieder dabei, wenn es heißt Dinge mit Alex im LS oder im Livestream. Euer Axel, tschüss, macht es gut. Bis dann und ciao.